Die 31. Folge im Untreueprozess gegen Dr. Rainer Füllmich. In der öffentlichen Diskurslandschaft, der Mainstream natürlich ausgenommen, ist durch das Gespräch mit Viviane Fischer doch einiges in Bewegung gekommen, während es vor Gericht allerdings kein Vorwärts gibt. Nachdem erneut ein Beweisbeschluss zur Einvernahme des Rechtsanwalts Templin durch das Gericht in die Urteilsgründe verbannt wurde und Herr Templin heute auch nicht erschienen ist, kann man davon ausgehen, dass er nicht gehört werden wird. Schlussendlich führt dies dazu, dass der eigentliche Prozess inzwischen außerhalb des Gerichtsgebäudes stattfindet, inklusive Social Media. Ist das ein Indiz dafür, dass es sich um einen politischen Prozess handelt? Oder ist es doch nur ein politisch missbrauchter Prozess? Und wird sich die Aufklärungsbewegung durch diesen Fall spalten lassen? Arne Schmidt, glauben Sie, dass Templin heute als Zeuge aussagen wird? Beziehungsweise kommen wird? Ich weiß es nicht. Ich halte alles für möglich. Also ich lasse mich einfach überraschen. Warum soll ich das jetzt... Also vielleicht ist es eher ein bisschen unwahrscheinlich, aber auch das ist unwichtig, weil es passieren im Leben oft Überraschungen, wo keiner mit rechnet. Und es kann gut sein, dass er kommt. Wir wissen es. Warten wir mal ab. Ne? Herr Rechtsanwalt Simund, glauben Sie, dass das Gericht die Einvernahme von Marcel Templin heute zulassen wird? Morgen, Frau Jaworski, ja. Wenn er denn kommt, hoffe ich schwer darauf, dass das passiert. Und wenn es passiert, dann gibt es sicherlich einige drängende Fragen, die man ihm stellen muss. Er verhindert ja momentan einiges. Schauen wir mal, ob wir ihn dazu kriegen, es heute etwas anders zu machen. Was werden Sie heute aufs Tapet bringen? Naja, es kommt darauf an, ob er heute kommt oder nicht. Wenn er nicht kommt, werden wir natürlich versuchen, unsere Stellungnahme nochmal abzugeben. Insbesondere im Hinblick auf die gesellschaftsrechtlichen Fragen, die im Zusammenhang eine Rolle spielen. Ich befürchte, das Gericht wird das auch nicht zulassen. Und dann schauen wir mal, was passiert. Wissen Sie, wie das Gericht auf den Befangenheitsantrag reagiert hat? Ich sag mal so, nach den bisherigen Erfahrungen wird die Reaktion einseitig sein, die da lautet, wir sind nicht befangen. Niemand hier ist befangen, außer der Verteidigung, die ist befangen. Was erwarten Sie vom heutigen Verhandlungstag? Wie gesagt, kommt Templin, wird's spannend, kommt Templin nicht, wird's vielleicht auch spannend. Schauen wir mal. Okay, vielen Dank. Kurzes Feedback? Ja, was soll ich sagen? Für die letzten 5 bis 10 Minuten hat es sich ja tatsächlich richtig mehr als gelohnt. Interessante Aussagen oder Fragen, die Rainer noch gestellt hat. Natürlich sollte die Zeugin Nicole Wolf noch von uns gesehen, die Zuschauer haben darauf gewartet, dass sie aussagt, wurde abgelehnt. Dann machte der Richter einen Hinweis, dass das Plädoyer wohl zeitlich nicht mehr gut wäre, sie wollten unterbrechen und dann hat Rainer einen Einwurf gemacht. Ich hätte dann noch Fragen, weil ich noch 2 Beweisanträge stellen muss. Das waren interessante Punkte. Ging da einmal, ist es Auslieferung oder Abschiebung gewesen, dass in der Akte drin stand, dass es sich um einen Corona-Fall handelt. Und er hat noch 2 andere Punkte geliefert. Danach wollte der Richter umso schneller aufhören. Man fragt sich jetzt gerade, warum. Ja, völlig sinnlos. Ich hatte das eigentlich fast auch schon gedacht, als ich beim 30. Verhandlungstag, wo ich nicht hier war, erfahren habe, dank deiner Berichterstattung, dass für den 31. Verhandlungstag heute Marcel Templin geladen ist, war mir schon klar, der wird sowieso nicht kommen. Und wenn er kommt, dann wird es so sein wie mit Viviane Fischer, die letztes Mal geladen war, aber nicht angehört worden ist, weil das Gericht wirklich kein Interesse daran hat, hier noch irgendwelche weiteren Zeugen zu hören. Deswegen habe ich heute wenig erwartet, habe es aber vorab nicht gesagt und jetzt, wo der Verhandlungstag stattfindet, sehe ich ja sinnlos wie immer. Für mich hat es sich nur gelohnt, weil ich Rainer Füllmich noch mal direkt sehen konnte live. Frau Wilmer, Sie haben unter anderem auch einen Antrag gestellt zur Vorladung des Zeugen Marcel Templin durch das Gericht. Wurde dem jetzt stattgegeben? Wie hat der Richter darauf reagiert? Naja, also der Antrag wird offensichtlich wie sämtliche anderen Beweisanträge aktuell erst im Urteil beschieden. Also das Gericht wird den Zeugen Templin offensichtlich nicht selbst laden. Wir werden das dann zum nächsten Mal wieder versuchen. Da ist ja jetzt eine sehr lange Zeitspanne dazwischen. Herr Templin hat ja offensichtlich dem Gericht mitgeteilt, er sei nicht ordnungsgemäß geladen worden für heute. Das ist nicht der Fall. Ich habe den Zustellungsnachweis durch den Gerichtsvollzieher. Er ist im Selbstladeverfahren durch die Verteidigung für den Angeklagten ordnungsgemäß geladen worden. Wir hatten auch eine Zeugenentschädigung hinterlegt. Und eine Ladungsfrist gibt es insofern im Strafverfahren nicht, Zeugen haben zu erscheinen, auch wenn sie erst am gleichen Morgen durch das Gericht oder durch die Verteidigung geladen werden. Also wenn er anderweitige Termine hat und das Gericht ohnehin kein Interesse hat, ihn zu hören, dann hat er Glück gehabt. Ansonsten werden so Zeugen dann auch gerne mal, entweder kriegen die ein Zwangsgeld oder werden durch die Polizei vorgeführt, wenn er einer gerichtlichen Ladung nicht Folge leistet. Die Ladung durch die Verteidigung ist im Endeffekt dem gleichgestellt, wenn sie ordnungsgemäß durchgeführt wurde. Wir werden das dann einfach nochmal für den Oktober versuchen. Da ist ja dann jetzt lange genug Zeit. Da kann man vielleicht dann auch
entgegenstehende Termine selber umdisponieren, sodass das dann vielleicht klappen wird beim nächsten Mal. Ja. Wie ist es zu erklären, dass Antonia Fischer und Frank Rosenbach heute nicht da waren? Ist das, darf man einfach so ausbleiben? Wie funktioniert das? Ja gut, die können ja entgegenstehende Termine gehabt haben, dass die Adhäsionskläger hier dabei sind, das ist freiwillig, die müssen nicht dabei sein. Das ist ohnehin sehr erstaunlich, dass Antonia Fischer jetzt immer so oft und so nahtlos hier war. Ich denke mal, sie wusste, dass ihr Kanzleikollege Marcel Templin nicht erscheinen wird und sie hat sich dann wahrscheinlich auch gedacht, dass es heute, weil es ja ein kurzer Tag ist am Freitag und aufgrund dessen, dass erst über die Anträge immer entschieden werden muss etc. pp. In diesem Selbstledeverfahren, wusste sie wahrscheinlich oder hat sich gedacht, dass es auch keine Plädoyers geben wird und dass das für sie nicht so spannend wird, hier hinzufahren. Könnte ich mir vorstellen. Vielleicht hatte sie aber auch einfach entgegenstehende Termine. Herr Simon, was sagen Sie zum Ausgang der Verhandlung? Es hat mich nicht überrascht. Es hätte mich sehr gewundert, wenn er überhaupt irgendeinen Zeugen noch hören will. Er will gar nichts mehr hören. Er möchte so schnell wie möglich die Klappe zumachen und Affe tot. Aber ich glaube, das wird jetzt noch ganz lustig werden. Wir haben noch einiges im Köcher, das wir gerade eben auch noch mal mit Herrn Füllmich zusammen ausgearbeitet haben. Und ich sag mal, da kommt noch einiges, was wir vielleicht noch mal aufrühren müssen in der Soße, die hier gerade angerührt wird. Können Sie kurz zusammenfassen, was Rainer Füllmich wiedergegeben hat? Naja, er hat klar darauf hingewiesen, dass es hier einen politischen Kontext gibt in diesem Verfahren. Er hat auch darauf hingewiesen, dass es Widersprüchlichkeiten in den einzelnen Dokumenten gibt, die die Kriminalpolizei, BKA und Staatsschutz zusammengeschrieben haben. Und da werden wir dann mal reingucken und wir werden auch mal alles übersetzen lassen, was so in Mexikanisch momentan in der Akte drin ist, obwohl die Gerichtssprache Deutsch ist. Also schon sehr merkwürdig, was da so alles an Widersprüchen auftaucht jetzt. Inwieweit ist es problematisch, dass die Migrationsmitarbeiter, wie Rainer Füllmich heute ausgeführt hat, bezahlt wurden von der Staatsanwaltschaft? Inwieweit ist das problematisch? Naja, es ist ja eine Abschiebung gewesen nach der Diktion und eine Auslieferung. Wir wissen, beides ist möglich. Die deutsche Juristik ist da sehr, sehr flexibel, was diese beiden Begriffe angeht. Nur wenn es eine Abschiebung war, dann heißt es ja, dass er eine Straftat in Mexiko begangen haben muss. Das ist wohl nicht der Fall gewesen, denn die ganzen Auslieferungsgründe, die dort in den einschlägigen mexikanischen Vorschriften stehen, sind hier nicht einschlägig. Und deswegen kann es nur eine Auslieferung gewesen sein. Und dazu muss er einen Auslieferungsantrag gegeben haben. Das werden wir jetzt alles mal aufklären. Ob Sie von der Staatsanwaltschaft bezahlt wurden, weiß ich nicht. Sie wurden von Deutschland bezahlt. Das ist einfach ein sehr ungewöhnlicher Vorgang. Wenn hier zum Beispiel Migranten abgeschoben werden, wieder in ihr Heimatland, dann muss das natürlich der deutsche Staat und der deutsche Steuerzahler bezahlen, wie wir wissen aus der Presse. Rainer Füllmich ist halt abgeschoben worden, hier auch, wegen angeblicher Visaprobleme. Und es ist ihm bereits auf dem Flug durch die Begleitbeamten aus Mexiko gesagt worden, dass der deutsche Staat den Flug bezahlt. Und es ergeben sich hier auch Hinweise aus der Akte. Da ist auch eine E-Mail, wo das im Endeffekt bestätigt wird, dass der deutsche Staat bezahlt. Die Staatsanwaltschaft selber weiß ich nicht. Ich gehe eher davon aus, dass das möglicherweise vielleicht auch wieder spezielle Dienste waren. Vielleicht ist es auch die Staatsanwaltschaft. Aber ja, es wurde von Deutschland bezahlt, die Abschiebung aus Mexiko. Und das ist erstmal ungewöhnlich. Was möchte der Anwalt dazu sagen zu diesem Vorwurf? Ich gebe ihm mal die Gelegenheit. Also wir diskutieren diese Frage ja schon die ganze Zeit. Bei mir geht es auch schon ganz, 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 ganz weit vorne los. Wem gegenüber besteht hier ein Treuhandverhältnis? Genau. Das wollte ich gerade sagen. Die Staatsanwaltschaft stützt sich darauf, dass es ein Treuhandverhältnis gegenüber einer Vorschalt-GUG gegeben haben soll. Ja, aber diese Vorschalt-GUG gibt es nicht mehr. Das hat die Staatsanwaltschaft möglicherweise gar nicht mitgekriegt. Denn an dem Tag, als ich diese gesellschaftsrechtliche Komponente ins Spiel gebracht habe, hat das Gericht das zur Kenntnis genommen. Aber an dem gleichen Tag erfolgte das Plädoyer der Staatsanwaltschaft, in der diese Einlassung seitens meines Mandanten bzw. meiner rechtlichen Ausführung überhaupt keine Erwähnung mehr gefunden haben. Sondern die gehen ja weiterhin von einer bestehenden Satzung aus. Also mal ganz ehrlich jetzt, selbst jemand, der im Wirtschaftsrecht nicht sonderlich bewandert ist und ich erwarte von einer Wirtschaftsstrafkammer ebenso wie von den staatvertretenden Staatsanwälten, dass sie genau wissen, was sie da tun. Aber diesen Eindruck erwecken sie nicht. Es ging doch um was völlig anderes, nämlich Geld zu sichern vor dem Staat. Das interessiert aber das Gericht absolut null. Und das Gericht hat sich dahingehend doch komplett verraten, weil da, wo das Geld gelandet ist, bei dem Templin, der wird vom Gericht überhaupt nicht geladen. Der muss durch die Verteidigung geladen werden, kommt nicht. Jetzt wird er nochmal geladen. Und
warum der das Geld hat, das hat das Gericht noch nie interessiert. Und andere, die ebenso Geld entnommen haben wie Viviane Fischer und es privat verbraucht haben und zeitweise gar nicht zurückführen konnten, die sind alle auf freiem Fuß und wurden niemals angeklagt und verhaftet. Also wenn das nicht politisch inszeniert ist, weil Rainer Füllmich hauptsächlich für die Corona-Aufklärungsarbeit zuständig war, dann weiß ich es auch nicht mehr. Ja, jetzt nähert sich das Verfahren so langsam dem Ende zu. Wie ist es jetzt um den Vorwurf der Veruntreuung bestellt? Was sagen Sie da als Rechtsanwältin? Also sofern eine Untreue vorliegt, brauche ich eine Vermögensbetreuungspflicht und ich brauche einen Vermögensschaden oder eine Vermögensgefährdung. Und hier kann man sich um diese ganzen Begrifflichkeiten bereits streiten, weil eine Vermögensbetreuungspflicht hätte ja hier gegenüber der VGOG oder gegenüber den anderen Gesellschaftern bestehen müssen, nach Ansicht des Gerichts und der Staatsanwaltschaft. Wir haben jetzt im Endeffekt ja den Sachverhalt, dass diese VGOG bis heute nicht eingetragen wurde. Sie ist also nie entstanden, zu keinem Zeitpunkt. Sie hat ihre Gemeinnützigkeit nie erreicht. Sie ist jetzt nach 4 Jahren auch nicht mehr eintragungsfähig, also sie ist endgültig gescheitert. Wir haben dann im Endeffekt eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts und 4 Gesellschafter. Die Frage ist, inwiefern man dann überhaupt eine Vermögensbetreuungspflicht gegenüber den anderen Gesellschaftern hat. Das wird ja Rainer Füllmich hier vorgeworfen. Wir würden sagen, nein, die bestand nicht. Das Gesellschaftsvermögen hätte auch aufgeteilt werden können. Das hatten ja die beiden Adhäsionskläger hier auch vor. Sie selber hatten Ende 2021 einen Abfindungsvergleich vorgelegt mit Hilfe von Professor Martin Schwab, der ja einen Lehrstuhl auch hat für bürgerliches Recht und Gesellschaftsrecht. Da haben sie das Gesellschaftervermögen auch durch 4 geteilt. Also ist die über seinen Teil von 1/4 ist Rainer Füllmich ja selbst mit seinem Darlehen hier nie hinausgekommen. Auch nicht bei Abhebung der Auszahlung der Darlehensbeträge war immer noch genug Geld auf den Ausschusskonten, dass er immer unter seinem Viertel oder in Höhe seines Viertels geblieben ist oder nicht über die Hälfte hinausgegangen ist, die mit Viviane Fischer noch zusammen bestanden hätte. Herr Rechtsanwalt Simon, was sagen Sie eigentlich zu der Aussage des einen Zuschauers, beziehungsweise ich glaube, der ist hat gar nicht teilgenommen an der Verhandlung, wonach die Haftbefehle und auch das Urteil gar nicht formwirksam sind und sein werden, das Urteil. Ist das eine Verschwörungstheorie? Hier ist alles Verschwörungstheorie. Also ich sag mal, Corona ist eine Verschwörungstheorie, Impfen ist eine Verschwörungstheorie, Unterschriften oder fehlende Unterschriften unter amtlichen Dokumenten ist auch nur eine Verschwörungstheorie. Ja. Ein Tagesbefehl von Frau Kramp-Karrenbauer, der mit AKK unterschrieben ist, ist eine Verschwörungstheorie. Alles diese Dinge sind aufklärungspflichtig, aufklärungswürdig. Und wenn es die Zeit erlaubt, werden wir uns darum kümmern. Aber die Zeit wird es nicht nur erlauben, sondern es wird notwendig sein, das zu tun. Und das werden wir uns alles nochmal genau angucken. Inwieweit hat Herr Füllmich gegen die Vermögensbetreuungspflicht verstoßen? Ich kann es nicht erkennen. Deswegen verteidige ich ihn ja. Wenn das anders wäre, würde ich wahrscheinlich da sitzen, wo Herr John sitzt. Oder wäre auch noch einer der Adhäsionskläger. Aber zumindest wäre ich dann keiner seiner Verteidiger. Ich kann es nicht erkennen. Und das ist auch der Grund, warum ich auf der Seite sitze, die nichts mit der Staatsanwaltschaft zu tun hat. Wie gesagt, ich bin ein großer Kritiker dieses Gerichtes und auch ein großer Kritiker dieser Staatsanwaltschaft. Ich kritisiere sogar die Adhäsionskläger, weil sie nicht das tun, was sie tun müssten. Sie müssten nämlich dafür sorgen, dass die ganze Geschichte weiterläuft. Stattdessen blockieren sie alles und die ganze Aufklärungsbewegung leidet darunter. Sie wird gespalten und die Themen werden nicht angesprochen, die angesprochen werden müssten. Nämlich zum Beispiel die Frage, wieso sitzt Herr Dr. Rainer Füllmich überhaupt hier vor Gericht? Es ist ja doch etwas Bewegung ins Spiel gekommen seit dem letzten Gerichtsprozess und dem Gespräch auch mit Viviane Fischer. Werden Sie das Angebot, sich gemeinsam mit ihr einen runden Tisch zu setzen, annehmen? Ja, roter Tisch ist vielleicht schon das richtige Stichwort, der freudsche Versprecher. Also grundsätzlich waren und sind wir immer gesprächsbereit von Seiten Rainer Füllmich gewesen. Das Ganze hat jetzt halt eine sehr lange schon und sehr unerfreuliche Vorgeschichte. Also wir sind sicherlich gesprächsbereit, hier eine vernünftige Lösung zu erarbeiten. Die Lösung muss aber vor allen Dingen vernünftig sein für den Mandanten, der jetzt bald seit einem Jahr in Untersuchungshaft sitzt, der ja selber auch gar nicht teilnehmen kann und der derjenige ist, der wohl am leidtragendsten von sämtlichen Gesellschaftern im Corona-Ausschuss ist, ob man das so sehen möchte oder nicht. Aber er ist seit einem Jahr seiner Freiheit beraubt. Und ich denke, das kann man mit Vermögensdelikten, also zumindest nach meiner Meinung, nie unbedingt aufwerten.
Und ja, deswegen sollte man vielleicht dann erstmal vernünftige Lösungsvorschläge erarbeiten und ja, planen und vielleicht sich auch einmal so zusammensetzen. Und ja, das Ganze jetzt so innerhalb von 3 Tagen zu einem festgelegten Termin, den die andere Seite bestimmt, ohne dass jetzt so richtig, also ich habe zumindest keine Einladung bis heute dazu bekommen, wie angekündigt. Ich will das jetzt gar nicht bemängeln. Grundsätzlich denke ich, dass Viviane Fischer das gut meint und dass sie da vielleicht auch wirklich gute Ziele verfolgt und was Vernünftiges vorschlagen möchte oder mit uns erarbeiten will. Aber ich denke, das bedarf ein bisschen Vorplanung so. Oder vielleicht auch erstmal Gesprächen, die nicht gleich in der Presse live übertragen werden. Sie wollte ja, glaube ich, direkt einen Livestream machen. Und das finde ich jetzt so ein bisschen übers Knie gebrochen, sage ich mal so. Also das sollte man besser planen, denke ich. Und dann sollte man sich auch genau überlegen im Zweifel, wer da mitmacht und was die einzelnen Protagonisten für Ziele haben und wo da überhaupt eine Gesprächsbereitschaft und eine Einigungsbereitschaft besteht. Ja, also wir könnten uns da zum Beispiel auch vorstellen, dass die Anzeigenerstatter vielleicht die Strafanzeige zurücknehmen, auch wenn das vielleicht nur symbolischen Wert hätte. Ja, und dass man da vielleicht auch über andere Dinge nachdenkt, die ja, eine einvernehmliche Lösung irgendwie in greifbarer Nähe erscheinen lassen. Ja. Also Sie wären jetzt nicht abgeneigt, was ich raushöre. Herr Simon, was sagen Sie dazu? Abgeneigt bin ich auch nicht. Ich spreche immer gerne über alle möglichen Themen, solange das zielführend ist. Also wenn ich höre, dass man diese Einladung auch ausweiten will auf alle möglichen anderen Leute und wir dann sozusagen einen riesen Marktplatz machen, wo dann jeder seinen Sermon dazu gibt, halte ich das für nicht besonders zielführend. Das wird sich zerquatschen, sage ich mal ganz deutlich. Mhm. Nein, wenn wir eine solche Besprechung machen, dann muss sie ein konkretes Ziel haben. Und dazu ist meines Erachtens erforderlich, dass man erstmal weiß, wo die Reise hier vor dem Landgericht Göttingen hingeht. Denn wenn es darauf hinausläuft, dass Rainer Füllmich dann für 3 Jahre plus, wie es der Staatsanwaltschaft vorschwebt, hinter Gittern sitzt, dann macht so ein Gespräch erstmal gar keinen Sinn, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Viviane Fischer für jede Übertragung ins Gefängnis fährt, um dort die Übertragung zu machen. Das glaube ich kaum. So, das heißt also, Ziel muss es dann auch sein, wenn wir uns zusammensetzen, dass alle, wenn sie daran interessiert sind, diese Aufklärungsarbeit fortzusetzen, dafür sorgen, ihren Anteil dazu beitragen, dass Rainer Füllmich aus dem Gefängnis kommt. So, und dazu gehört in erster Linie mal, dass Herr Templin endlich sein Schweigen bricht und mal erzählt, warum er erstens diesen Riesenbetrag vom Konto des Notars abgezogen hat und zweitens nicht bereit ist, den Betrag, der ganz klar nicht ihm gehört, und ich will jetzt gar nicht über die Höhe spekulieren, aber der Betrag, der sicherlich nicht ihm gehört, demjenigen zu geben, der ihm gehört. Und da, meine ich, liegt schon mal ganz klar der Hase im Pfeffer. Denn solange da keine Bewegung reinkommt in diese finanziellen Fragen, wird sich auch im Gespräch nichts ändern. Ja, also die Fronten sind dann verhärtet. Und deswegen kann ich momentan nicht erkennen, was zum jetzigen Zeitpunkt ein solches Gespräch für einen Sinn machen soll. Wenn sich das alles ein bisschen geklärt hat, bin ich gern bereit, dabei zu sein. Ja, also die Frage ist genau, wer mit dabei überhaupt wäre. Ne? Das ist ja jetzt auch sehr offen alles gewesen. Es gab halt eine Ankündigung auf dem Telegram-Kanal und ja, das Gerichtsverfahren läuft. Die 3 anderen Gesellschafter der ursprünglichen VGOG sind in Freiheit. Die haben nichts weiter zu befürchten. Die möchten möglicherweise das Format fortsetzen. Wir wissen ja gar nicht, was geplant ist hier, ob das eine einmalige Sache sein soll, ob das irgendwelche Verhandlungen sein soll oder ob das jetzt darauf aus ist, dass man tatsächlich, wie du das jetzt auch gerade gesagt hast, dieses Format Corona-Ausschuss fortführen sollte. Also das müsste man ja vielleicht mal vorher klären oder besprechen. Soll vielleicht auch direkt vor der Presse besprochen werden, aber das jetzt innerhalb von 3 Tagen im laufenden Verfahren von der anderen Seite festgesetzt, ist das halt ein bisschen sehr überraschend. Und vor allen Dingen schließt ja im Moment Rainer Füllmich aus, weil es kann tatsächlich sein, dass er jetzt weiter hinter Gittern bleibt, dass der Haftbefehl weiter nicht ausgesetzt wird, sondern aufrechterhalten wird, so wie die Staatsanwaltschaft das, ja, beantragt hat und dass dann eine mehrjährige Haftstrafe droht. Also dann hätte Rainer Füllmich von so einer Lösung halt gar nichts. Ja, eins ist klar, es bräuchte da auf jeden Fall einen starken Moderator, wenn es zu diesem Gespräch kommt. Und wer das sein könnte, tja. Man kann sich fragen, wer in der Aufklärungsbewegung ist nicht befangen oder sieht sich in der Lage, das Ganze objektiv zu betrachten, ohne die Sorge zu haben, dass er von der einen Seite dann irgendwie Haue bekommt, verbale Haue. Wir könnten ja mal Herrn Schindler fragen. Oder Herrn John, ob sie bereit wären, da als Mediator aufzutreten. Das hätte auf jeden Fall einen sehr hohen Unterhaltungswert.
da bin ich sicher. Ja, gut. Vielen Dank. Gerne.